Mike Torino arbeitet für die Regierung und, ja, nutzt uns jetzt für seine dreckigen Machenschaften. Damit wir Infos über unseren Bruder Sweet kriegen oder ihn irgendwie aus dem Knast holen können. Oh, sorry, Junge. Wir versuchen jetzt mal in Richtung Mike Torino wieder zu fahren. Wir sind nämlich hier in San Piero wieder gestrandet, weil wir für ihn einen Truck geklaut haben. Und jetzt fahren wir wieder zu ihm zurück. Er hat nämlich angerufen und gesagt, komm sofort her auf meine Ranch in Las Venturas. Also mache ich mich mal schnell auf den Weg. Schön, dass der dicke Laster da vorne schneller fahren kann als mein Polizeimotorrad. Ah Gott. Aber auch nur minimal. Jetzt bin ich schneller. Düdüd, aus dem Weg. Polizei unterwegs. So, da wären wir auch schon fast. Bei Mike. Ich gehe ganz kurz speichern, damit ich auch hier wieder einen Save Point hab und dann geht ja schnell. Zack, gehen wir bei ihm die Mission annehmen. Mal schauen, was er diesmal von uns möchte. Interdiction. I got a 13-6 fat vulture. Need to acquire a drowning baby. Over. What? In 15 by the fat moon. Break your heart. Over and out. Carl. I need you to do me a favor. Yeah, I'll do you a proper injury, man. What you knowing about my brother? Relax. He's in prison upstate. D-Wing, cell 13. To the left, I got a child killer who wants to rip his throat out. To the right of him, I got a white supremacist who wants to eat his heart, to be precise. Now, don't worry. Tenpenny and Pulaski are really relatively benign, unless, of course, you're a family member of Officer Pendlebury, whom they shot when he threatened to expose them, but... You do know all about that, right? Damn! Hey, man, how you know all this stuff, man? And won't you stop it? You just don't understand, do you, kid? Look, it's all white knights and heroes. We have to make decisions, kid. You know, I try to set bad people on other bad people, and sometimes I let good guys die. He's your brother, but to me, he's just collateral. It's a very delicate decision. Over here, you got all the scumbags inside the country. And over here, you got all the scumbags outside the country. And me and my colleagues, we're the fucking pivot. Keep the government in work. Which reminds me, come here, okay? I need you to head over here in the buggy outside, okay? Okay, let off a flare. We got some precious cargo needs collecting. Hey, hold up. What about my brother and all that shit you was talking about? Hey, don't worry. Sweet's just fine. He gets touched. A prison guard goes home and finds that his wife and kid have been murdered. Everything's under control. We'll talk later. Now, come on, get out of here. Fahr zu El Castillo del Diablo in der Wüste. Dafür sollen wir uns hier den Strandbuggy nehmen. Tja, Torino schaut danach, dass unserem Bruder nichts passiert. Im Gegenzug sollen wir natürlich sein Bimbo sein. Auch nicht unbedingt schön, aber na gut, so ist es eben. Nichts gibt's umsonst. In dem Fall müssen wir eben... So, wo müssen wir denn hin eigentlich? Da oben. Da wäre es natürlich sinnvoll, über den Damm zu fahren. Machen wir auch. Könnte der scheiß Regen nicht vielleicht mal aufhören? Und schon kaputt gemacht, das Ding. Und direkt nochmal ordentlich Leben verloren. Fuck it. Gut, dass das Ding nicht notwendig war für die Mission, sondern nur eine Möglichkeit. Das heißt, ich kann mir jetzt hier einfach ein neues Auto... Na gut, eine Straße mitten in der Wüste, da kommt nicht so oft ein Auto vorbei, außer einem Truck. Und ein Motorrad. Na, das ist schon besser. Nein, bleib hier! Oh, na toll, jetzt habe ich beide verjagt. So ein Scheiß, ey, komm schon.
Eigentlich müssten sie ja unten lang kommen jetzt, aber egal. Ich brauche was zum Fahren. Kann das Spiel es nicht so machen, dass immer was vorbeikommt, wenn man... Ja, siehste. Im Notfall nehme ich auch hier den Jeep. Dankeschön, Mr. Cowboy. So, einmal hier über den riesigen Staudamm. Ab mitten in die Wüste. Die Frage ist ja, was wollen wir hier, ne? Jesus, what took you? Torino, where you at? Miles away. No time for niceties, kid. Choose a vehicle, grab the equipment I provided, get to that drop zone and wait for that package. Schnapp dir den Raketenwerfer. Oh nein, sag mir nicht, ich muss meine Minigun eintauschen. Muss ich den nehmen? Na toll, meine Minigun ist wieder weg. Beschaff dir ein geeignetes Transportmittel und sieh zu, dass du auf den Berggipfel kommst. Ja, dann nehme ich mir doch glatt den kleinen... Ich weiß gar nicht genau, wie das Ding heißt. Aber es ist geil. Radio hat es leider keins, aber sonst eine coole Federung und sowieso super. Ach ja, da oben. Hier die dickere Holzrampe, die man langfahren kann und einen Mega-Jump machen kann. Aber das wollen wir jetzt leider nicht machen. Auch wenn es verlockend ist, sondern wir wollen hier nach rechts und dann, ein Leuchtfeuer machen, genau. That's our cargo, arriving now. Jesus, will you stop doing that? Er hat hier überall seine Lautsprecher aufgestellt, mit denen er mit uns redet. So eine Sau. Da kommt der Helikopter. Und was macht er? Was bringt er uns an Lieferungen? Ich dachte, er arbeitet für die Regierung. Schütze den Schmuggelhelikopter vor den CIA-Cops. Ich dachte, er arbeitet für die Regierung. Warum sollen wir denn jetzt CIA-Helikopter abschießen? Na toll, ich lege mich mit dem CIA an. Wirklich, ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Autsch, 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 ich verliere Leben. So, und den nächsten abgeschossen. So viele CIA-Helikopter, das kann nicht gut gehen. Ich lege mich tatsächlich mit dem scheiß CIA an, verdammt. Sollte man nicht tun, Leute. Sollte man nicht tun, ganz ehrlich. Sollte man nicht tun. Da kommen noch normale Cops an. Ich glaub's ja nicht. Und ist die Fracht jetzt gesichert? Na gut, warum fliegt er denn überhaupt oben auf den Berg, wenn er dann doch nicht da die Fracht abgibt, sondern doch woanders hinfliegt? Ach Gott. Dann hätte er ja auch direkt dahin gehen können. Hol dir die Schmuggelware. So, den Raketenwerfer nehme ich noch mit. Und die Cops mucken hier auch irgendwie auf. Lasst mich in Ruhe. You think you hard, huh? Tschüssi, Cops. Haha, die sind den Berg runter. Was macht der denn hier? Urlaub.
Okay. Wenn es sonst nichts ist, lasst euch nicht stören. Hier ist nur gerade. Wir sind nur gerade. Wow! 5 CIA-Helikopter abgeschmiert, wollte ich sagen. Oder 6? Keine Ahnung. Ob das eine gute Idee ist, sich mit dem sehr ernst zu legen. Was ich bis jetzt immer noch nicht verstehe, er arbeitet doch angeblich für die Regierung. Und trotzdem sollen wir CIA-Leute töten. Das ist schon irgendwie mysteriös, finde ich. Ja, ich weiß, ihr seid auch dabei. Hallo, schön euch zu sehen. Da ist der ausgediente Flugplatz. Alte Flugzeugwracks, aber da sollen wir gar nicht hin. Sondern wir sollen ganz woanders hin. Könnt ihr mich nicht einfach mal in Ruhe lassen? Ach, landet doch auf mir, okay. Nein! Nein! Oh nein, wegen den scheiß Cops verliere ich jetzt auch noch die Mission. Ich glaub's ja nicht, ne? Alles nur wegen den scheiß Cops und nur weil ich da oben... Ach, ich krieg das Kotzen, Leute. Ganz ehrlich. Ach Gott, nein. Wie unnötig war das denn bitte? Wie unnötig war das denn? Ja, raste direkt aus, okay. Ich will doch nur ein Fahrzeug haben. Ach, guck mal, da ist eine ganze Motorradgang. Na toll, wie komme ich jetzt von hier zu... kann ich nicht einfach... Was war denn das Neueste? 4.14 Uhr, 4.19 Uhr. Laden wir halt neu. Mann, das fuckt doch ab, Leute. Aber wisst ihr was? Ich würde es jetzt nicht rausschneiden, weil wir haben noch Zeit und es regt mich zwar auf und es regt auch euch auf natürlich, aber was sollte ich da jetzt machen? Ich meine, die Cops haben mich überfahren. Und das ist halt so ein bisschen blöd in dem Spiel. Wenn du einmal unter dem Auto liegst und die aussteigen, dann stirbst du so oder so. Da kannst du nichts mehr machen. Kannst du leben machen, wie du willst. Tot bist du dann so oder so. Und ich meine, es ist natürlich bescheuert, dass sie da die ganze Zeit hinter mir gefahren sind, obwohl ich in der Mission bin. Das regt dann irgendwie doch auf. Aber was soll ich machen? So, hier fahre ich jetzt nicht nochmal hoch. Da haben wir beim ersten Mal den Wagen geschrottet und mussten erstmal ewig ein Auto suchen. Den schrotten wir jetzt lieber mal nicht diesmal. Ach, Mann, ja. Ärgerlich. Aber es ist halt ja so, dass man einige Missionen eben mehrfach machen muss. Das ist halt dann wieder so eine gewesen jetzt. Kommt vor. Kam vor und kommt vor und wird vorkommen. Wenn es zu extrem ist, dann schneide ich Sachen ja auch raus. Habe ich ja schon gemacht teilweise. Aber ansonsten jetzt einmal, mein Gott, dann mache ich es eben nochmal. Es wäre utopisch zu denken, dass man alles beim ersten Versuch schaffen kann. Reine Utopie. Und jetzt kann ich ja auch einiges überspringen. Insofern, mein Gott. So, jetzt wieder da hoch. Ein paar Helis abschießen. Und dann die Fracht holen. Dadurch, dass man die Cutscenes dann überspringen kann, geht es auch wesentlich schneller alles, mein Gott, ne? Ach, der schöne große Mond. So hoch aufgelöst. Hier können wir eigentlich drauf schießen, aber egal. So, da sind wir schon. Einmal wieder überspringen. Raketenwerfer ausgepackt. Und schon habe ich wieder... Nein. Was macht der denn jetzt? Jetzt fliegt der hier auch noch ab. Oder was? Schützt er auch noch ab, oder wie? Yeah, haha, der war geskillt.
auf die Distanz. So, das kann ich wieder überspringen, hoffe ich. Ja. Hol dir die Schmugglerware. Schmuggelware. Da hole ich mir doch kurz noch hier. Ach, Leben habe ich diesmal gar nicht verloren. Schade. Wäre natürlich schön, wenn ich einfach einen der Helis nehmen könnte. Ist aber nicht drin. Diesmal haben wir aber auch keine Polizei hier oben. Insofern, vielleicht verschonen die uns diesmal. So, da sind wir doch vorher gut runtergekommen. Versuchen wir das nochmal. Und schon wieder kommt da so ein Ding. Bam. Ja gut, diesmal schrotte ich mein Auto. Was jetzt relativ... Was jetzt relativ ärgerlich ist, weil ich dann irgendwie eins finden muss. Und das hier mitten in der Wüste. Das wird schwer. Was haben wir denn hier eigentlich? Was zur Hölle ist das denn bitte? Ein leerer Parkplatz, man weiß es nicht. Ach, guck mal, die Polizei ist so nett und bringt uns ein Auto. Danke, Jungs, wäre doch nicht nötig gewesen. Da ist mich aufpassen, dass die mich nicht überfahren. Ich kenn das schon. Warum hat die Polizei so eine Leuchtefahne dabei? Weiß das jemand? Kann mir das jemand erklären? Keine Ahnung warum, aber wir haben eine Leuchtefahne dabei. Ist das nicht schön? Mir leuchtet's aus dem Arsch. Ja, ich wollte nur die Sirene ausmachen. Das war auch schon alles. So, da haben wir Wasser. Da will ich nicht unbedingt rein. Warum leuchtet das Auto zur Hölle? Warum? Da fuck. So, diesmal lasse ich mich hoffentlich nicht von der Polizei überfahren. Auch von sonst niemandem. Ich stelle mein Auto ab. Okay, die Ware. Get the package back to Las Brujas. Where are you? You giving me the heebie-jeebies, man. Carl, I will always be watching or listening or both. Liefere die Schmuggelware im Versteck ab. Wieso zur Hölle leuchtet das Auto? Ich will es gar nicht wissen. Komm, wir nehmen uns den Heli und hauen hier ab. So, zurück nach Las Brujas oder sowas. Die Schmuggelware abgeben und dann haben wir es auch schon geschafft. Hoffe ich mal. Hat ein MG das Ding. Eigentlich ziemlich nice. Sehr klein und wendig. Nichts geht über einen Helikopter. Doch, vielleicht ein Flugzeug. Aber die Helis sind natürlich sehr schön wendig. Und kommst auch gut nach oben und unten. Beim Heli, beim Flugzeug musst du natürlich erst noch geradeaus und sowas. So, da unten sind wir auch schon wieder richtig. Und die Cops sind auch noch mit dabei. So, nur 1000 kriegen wir für die Scheißmission. Ich glaub's ja nicht. Ist ja lächerlich. Meine Güte, und dafür der ganze Stress. So, fliegen wir wieder zu dem Tee. Vitorino gehen einmal speichern und dann vielleicht noch eine Mission annehmen. Ich weiß jetzt nicht. An für sich könnte man auch fast schon wieder einen Cut machen, aber... Dickes Geschütz auf jeden Fall. Nicht schlecht. Nicht von schlechten Eltern, das Ding. Zu blöd, dass wir unsere Minigun wieder eintauschen mussten. Das ist natürlich echt schade. Aber na gut. Können wir auch später nochmal holen. Oder aber... Ja, ich weiß schon. Aber ist egal. Sehen wir ja dann. Einmal kurz hier landen. Und einmal speichern. Und dann
direkt die nächste Mission annehmen. Komm, eine gönnen wir uns noch. Und wenn die zu lange dauert, mache ich zwei Parts draus. Verdant Meadows. It's amazing. What's up now, Torino? This history, it's all lies. It says Hitler killed himself and that we nuked Japan. And people believe this shit. Well, if it makes them sleep better at night, I guess. Hey, man, what did you want? Is you gonna free my brother? No, not now. And here's a little newsflash. I said that to get you to do something for me. Man, you real fucked up. But the shocker is, we are gonna look after him. Because I need him alive as much as you do. Oh, thanks. You know, after what you've done for me, it's like you're a pro now. I got double agents in Panama. I want to put a price on your head. A Russian spy, little fat Boris-looking guy. He's asking for clearance to interrogate you. Russian style. Calipers on the genitals. Feels good. You'd like it. That ain't nothing cool, man. Just leave me alone. You bad news. Don't worry about it. The Russians got bigger things to worry about than your genitals, believe me. The whole country went to shit. You know, we tried hard to put a lid on it, but that idiot Gorbachev with his little strawberry in his forehead, he gave away the crown jewels. Still, they got their, you know, their boy in the White House. That was nice. So? What you want me to do? Now listen, I need you to buy me some property, okay? Shouldn't cost that much. You offer them a dollar. If they give you a hard time, kill them. I'm gonna need you to start doing some real wet work here for me soon, okay? Enough of this little girl bullshit. Now get out of here. Come on, beat it. Begib dich zu dem verlassenen Flugplatz und kaufe ihn. Jetzt sollen wir also den verlassenen Flugplatz, den wir da schon gesehen hatten im Laufe der Mission, sollen wir kaufen, warum auch immer man einen verlassenen Flugplatz kaufen möchte. Für Torino. Und wir sollen einen Dollar zahlen. Wehe, der kostet auch nur einen Dollar mehr. Na gut, ich meine, so ein Flugplatz ist natürlich schon ein großes Stückchen Land. Das ist klar. Ab und zu eine große Schüssel hier. Riesending. So, da rechts ist übrigens Area... Ich weiß gar nicht, wie heißt das hier im Spiel? 69 oder sowas? Oder 52? Da so soll Area 51 nachstellen quasi, deswegen auch hier in der Wüste. Hier ist der Flugplatz, der verlassene. So, mal schauen, wie teuer der ist. Ein Dollar? Oder eben mehr? Mal gespannt. Ich meine, es ist auf jeden Fall ein großes Stück Land, deswegen bin ich mal gespannt, was wir dafür berappen müssen. Mit Hunger. Yo, CJ. It's like Jethro, dude. Hey, Jethro, how is it? Yo, dude. The garage is coming along nicely, man. But I rang about something else. There's an unofficial street racing club in San Fierro. Unofficial as in illegal, right? I don't know what you're talking about, dude. Anywho, they meet up around the driving school someplace. Thought you might, you know, like to know. Thanks, Jethro. I'ma think about it and I'll holler at you. Later, man. So, jetzt können wir auch Straßenrennen machen in San Fierro. $80,000! Ich dachte, wir sollen einen Dollar bezahlen. Ey, das ist ja wohl mal Abzock. Ich habe gerade mal 113.000. Was würde ich denn machen, wenn ich jetzt pleite wäre, weil ich irgendwas gemacht hätte? Ach du Scheiße. Na gut, her damit. Jetzt sind wir nicht nur Autohausbesitzer und mehrfache Immobilienbesitzer, sondern wir haben auch einen Flugplatz. Wenn es sonst nichts ist. So, gehen wir mal speichern. Ausrangierter Flugplatz, Tower. Und das Geilste ist, Leute, was kann man beim Flugplatz hier machen? Ah, was kann man hier machen? Fliegen. Obwohl er ausrangiert ist, haben wir nämlich hier eine Flugschule und die machen wir beim nächsten Mal. Ich freue mich schon wahnsinnig drauf. Aber bis dahin muss ich leider erst nochmal einen Cut machen. Ich wünsche euch einen schönen Tag und alles Gute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Euer Walle. Bye, bye.